Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mass Effect 3. Ja, die wahrscheinlich letzte Session. Das große, grande Finale. Ja, die Citadel ist weg. Wir haben es ja mitbekommen. Der Unbekannte ist auf dem Weg dorthin. So, hier, Packsystem. Da gehen wir wieder hin. Muss hier zurückfliegen. Sonst gibt es hier nichts. Also vielleicht, dass irgendwann die Rippchen auch hier auftauchen werden. Nee, aber ich denke, dass ich hier nicht so schnell vorbeikomme. Ich kaufe mal noch ein bisschen Sprit. So, weil jetzt geht ja eh nicht mehr viel. So. Flotten zur Erde beordern. Lokaler Cluster. Ja, das ist das große Finale jetzt. Gucken, was da abgehen wird. Hier, jedes einzelne System ist voll mit Rippchen. Wir können auch nirgendwo mehr anders hin. Der Exo-Pferdekopfnebel. Ja, das war das Letzte. Und hier, die Rippchen bewegen sich alle hier hin. Die bewegen sich alle noch hier hin. Die haben alles besetzt. Also, legen wir los. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Dafür sind wir ausgebildet. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest.
Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Gut, jetzt geht's ums Eingemachte. Ich hoffe, ich habe wirklich alle Teammitglieder ausweit einsatzfähig. Ich werde die Ashley mitnehmen. Andererseits, ich könnte auch mal einen James wieder mitnehmen. Aber ich nehme die Ashley und ich nehme einen Gauss mit. Ich denke, das ist ganz okay. Ich will, naja, Tali, ich hätte Angst, dass der vielleicht was passiert. Oder so, genauso auch Edil, Yara und so. Mal gucken. Ich denke mal, ich muss ja auch mal auf meine eigene Taktik, muss ich ja auch bedenken. Deswegen nehme ich da Ashley und Gauss mit. Ich hoffe, das geht okay. Gut, ja, machen wir es halt mal. Gut, jetzt haben wir hier wieder die Crew-Shatter. Das ist soweit okay. Dann haben wir hier die Saber. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, die hat immer noch dieses Pickelgewehr da. Was überhaupt nichts taucht. Hier die Saber. Nimmst du jetzt die? Nimmst du aber mit entsprechenden Knödelmutz. So, wunderbar. Jetzt hat sie das Richtige wenigstens und Black Widow passt. Warum hatten die da... ist das ein Ultraleicht oder was ist das für ein Ding? Achso, Konzentrationsmodul. Ja, warum nicht? Wenn es gut ist. Sollte es nehmen. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal. Achso, das war ja Ashleys Dingens. Nicht gewesen, sondern Gauss Dingens. So, und er hat auch alles richtig. Ja, sieht doch ganz nett aus. Sieht ganz nett aus. Und ich sag's ganz ehrlich, ich könnte technisch gesehen doch eigentlich auch auf die Muni verzichten. Ich könnte ehrlich auch auf die Muni verzichten, oder? Lieber dafür ein bisschen mehr Präzision. Nee, ich lass das mal. Ich lass das mal. Muni-Anzahl ist auch wichtig. So, ich gehe mal zurück. Wünscht mir Glück. Nähern uns Soul-Portal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach.
Bestätige! Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Sieht nicht mal aus wie die Erde. Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute! Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten! Und wie wollen wir das machen? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt! Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter Ihnen! Alles klar. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt! Los! Los! Oh Mann, die haben ein Ei reingeschmissen, die Säue. Muss hier weg. Ich kann hier nicht bleiben, Sir. Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Okay, ich zieh mich mal da hinten rein. Cortez, Ende. Also gut, dann weiter. Oh Gott. Hey. Ich hab doch... Ey. So, einen haben wir wenigstens erwischt. So, hier. Ich bleibe hier stehen. Es ist schon klar, dass du doch nicht bleiben kannst. Oh, Mann. Immer diese Eier da. So, ich switch mal auf Panzerbrechen. Aktivieren. Oh, Mann, wieso wackelt das so? Das ist scheiß Supercannon da. Hey, was willst denn du? Jetzt ein Ei. Nee, du kriegst kein Ei. Gibt keine Eier heute. So, ich glaube, jetzt haben wir sie soweit. Oh Gott. Diese Kanone da. Das ist ja nicht mal feierlich. Dann ist noch mehr. Ui. Was ist das für ein
böser Teufel da. So, einmal. Hier den, der kriegt auch. Wah. Ui. Oh Mann. Wenn man denkt, das ist London hier. Ja, nur übel. Hatten wir den? Ich ho- ja, der ist hin. Boah, da ist noch mehr gesimpelt. So, der ist platt. Ein bisschen schön in die Rübe treffen. Ja, bei den Turianischen umgewandelten, da ist die Rübe etwas härter da. Diese Kannibalen und das andere Döns, naja. Oh Gott. Oh Gott. Gut, ich. Uah. Au. Ist da irgendwo eine Buffmaschine oder ist es wieder Ashley, wo verbuggt ist? Das wird wieder Ashley sein, die verbuggt ist. So, der ist kaputt. Der ist am. Obla. Was denn du? Garros. Das hier sieht fast alle gleich aus in der Eile des Getümmels. Und da gibt es auch mal gelegentlich etwas Friendly Fire. So, der ist fad. Und der andere. Uah. Das ging jetzt nochmal gut. Geil, ey. Den habe ich sogar da drüben vom Fenster aus. Da stand er da oben auf dem Ding auf dem Gebäude, habe ich den auch noch platt gemacht. Oh, traumhaft hier. Na komm, ich will die Frisur zerzausen. So, ein bisschen Moon habe ich hier noch. So, ich hoffe, das tat weh. Okay, und da hinten ist auch noch einer. Gut, der ist auch fad. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Ich beeile mich. Vorsicht, da kommen Rohlinge. Was? Was? Gut, er ist platt. Oh Gott. Oh Gott. Ey. Ich bin in Ruhe. Aber wir können immer noch nicht landen. So, das ist platt. Oh. Ich hau mal hier ab hier. Das ist ja, nicht mehr geheuer. Jetzt kommt das Untiger daher. So, der ist fad. Gut, jetzt ist in dem Gebäude auf jeden Fall anständige Monsterhorde drin. Ist natürlich nicht so angenehm. So. Oh Mann, ich versuche hier ruhig zu bleiben. Es gelingt mir nicht ganz so hundertprozentig, aber. So, den habe ich schön weggenietet. Ich hoffe, ich kriege ja. Ah, super, ich kriege auch wieder genug Muni und Zeug zusammen. Oh Mann. So, sieht wirklich nicht so einfach aus. Feinde sind im Anflug auf Sie. Was? Ich versuche Sie ihn vom Leib zu halten. Wieder. Oh je. Vorsichtig, Cortez. Gut, jetzt klettern wir hier. Oh je. Verdammt, ich bin getroffen. Steve. Alles in Ordnung. Sind Sie sicher? Aber ich kann Sie nicht abholen. Ich muss den Vogel ganz schnell landen. Ab in Sicherheit. Was immer Sie sagen. Gut, da hatte ich ja mal Glück gehabt. Ich hatte mich ja um Cortez, sag ich mal, weitreichend gekümmert. Habe ihn wieder aufgepäppelt. Im Laufe des Spiels. Oh Mann. Boah. Da ist der Shuttle. Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Jo, ich kümmere mich darum. Okay, der ist fad. Hinten ist noch einer. Aber wieso ist denn der jetzt nicht verreckt, ey? Das hat doch nur ein bisschen gewackelt. Ey. Wieso ist denn der jetzt so langsam gelaufen, ey? Dieses Sperrfeuer. Das war doch gar nicht so heftig. Oh, das ist. Oh weh, das ist ein dicker. Oh, der ist geplatzt. Der hat dafür gesorgt, dass ich nicht so schnell vorankam. Die haben ein bisschen einen Vorteil, wenn es hier wackelt. Dann treffen sie trotzdem. Oh Mann. Wie viele sind das noch?
Gegner unzählige. Bäh. So, hier, weg damit. Ich hoffe, das war es jetzt soweit. Oh Mann. So, liegt hier was? Uiuiuiuiuiuiui. Hier ist ein Medikit, den kann ich jetzt gut gebrauchen. Hier ist die... Oh geil, die Kane. Los jetzt! Feuern Sie dem Ding direkt in den Hals! Hohoho! Super! So, ich habe keine Muni mehr für den Kane. Der ist auf jeden Fall hin. Wir brauchen eine Exfiltration!